Doppelweltmeisterin Isabelle Werth hat beim Weltcup-Turnier in Stuttgart souverän den Grand Prix in der Dressur gewonnen und sich damit souverän für die Weltcup-Kür am Samstag 16.30 Uhr qualifiziert. Die sechsmalige Olympiasiegerin aus Rheinberg setzte sich auf ihrer Stute Bella Rose mit 81,826% durch und lag damit genau 5 Zähler vor dem Dänen Daniel Andersen auf Zepter. Dorothee Schneider aus Framersheim belegte auf Sammy Davis Jr. den dritten Rang, 76,435. Werth und Schneider gehörten zur deutschen Mannschaft, die Mitte September bei der WM in Tryon, North Carolina Gold gewonnen hatte. Werth war auf Bella Rose zudem im Grand Prix Special erfolgreich, die Kürentscheidung fiel allerdings einem drohenden Wirbelsturm zum Opfer. Punkt. Beim Weltcup-Finale in Göteborg ist Isabelle Werth als Titelverteidigerin gesetzt.